Vavort! Nochmal vielen Dank. Vavort! Temerien vergeht nicht, solange wir leben. Nochmal vielen Dank. Temerien vergeht nicht, solange wir leben. Ich möchte gerne an mein Pferd. Ah, das ist Modin sein Pferd, okay. Komm jetzt. Ach so, weil der schon Kreuzturm gesammelt hat. Der Kaiser wird uns führen. Geradewegs nach Novigrad. Ah, war das jemals immer eine Arbeit hier, das alles abzuernten. Aber wir reden trotzdem mit ihr. Sie so zugerichtet? Lena? Ja. Hat sie nachts angegriffen. Sie ist durch den Wald gelaufen. Nachts? Durch den Wald? Im Krieg? Wegen eines Jungen. Die Jugend tut dumme Dinge der Liebe wegen, weißt du? Die Wunden heilen, aber sie wird trotzdem sterben. In ihrem Schädel sammelt sich das Blut. Dagegen können meine Tränke nichts ausrichten. Es ist ausgemacht, dass ich den Greif töte. Dann gibt es keine Opfer mehr. Oh doch, natürlich. Wenn der Greif fort ist, töten andere an seiner Stelle. Monster oder Menschen. Was meinst du, sollte ich tun? Deinen Beruf ausüben, aber nicht glauben, dass du etwas ändern kannst. Erzähl mir etwas von dir. Vielleicht deine Geschichte. Die ist traurig. Kennst du den Tempel der Melitele in Elanda? Ob ich den kenne? Ich weiß nicht, wie oft ich dort war, um mich von Mutter Nenneke zusammenflicken zu lassen. Dann haben wir uns wohl verpasst. Ich habe bei Mutter Nenneke die Heilkunst studiert. Ich war erst 18, als sie mich aufnahmen. In diesem Alter ist die Liebe viel interessanter als irgendwelche Lehren. Da war ein Junge, Goslav. Er arbeitete mit nacktem Oberkörper. Die Novizinnen konnten die Augen nicht von ihm lassen. Sie stolperten über ihre Füße und ließen alles fallen. Ich verließ den Tempel für ihn. Wir verbrachten einen herrlichen Sommer zusammen. Und dann ging er fort. Nenneke weigerte sich, mich wieder aufzunehmen. Meine Eltern sagten kein Wort. Sie gaben mir nur einen Reiseumhang und eine kleine Geldbörse. Ich kämpfte lange, um einen Ort zu finden, an dem ich mich sicher und nützlich fühlte. Bis ich hier ankam. Ende der Geschichte. Leb wohl. Okay. Ja? Ich habe einen Trank für Lena. Schwalbe. Erstes Frühlingszeichen, Symbol der Wiedergeburt. Wie passend. Mal sehen. Ich sagte ja, er kann auch schaden. Sogar sehr. Bei mir wirkt er sofort. Aber mein Stoffwechsel läuft schneller. Bei ihr dauert es ein paar Tage. Warum hast du nun doch so entschieden? Ich fand es besser, als nichts zu tun. Ich mag dich, Hexer. Hier, ein kleines Geschenk, weil es dir nicht egal ist. Okay. Aber, ja, das liegt bestimmt daran, dass ich den Kreuzturm schon gesammelt habe. Naja. Da habe ich das ganze Gespräch übersprungen. Schade. Ja.
ich einmal hier auf der Ecke bin, kann ich auch Dings wegmachen. Fuck. Ja, hier. So, die Sägemühle arbeitet wieder. Das habe ich ausgelassen. Sei gegrüßt. Ich würde mir gerne deine Waren ansehen. Ich hätte vielleicht nicht gleich die 16 kaufen müssen dürfen. Naja, gut. Leb wohl. Passiert. Ja, ich muss ein bisschen weiter weg vom Mikro. Bin schon wieder zu nah dran. Ja, gut, aber das ist jetzt leider ein bisschen daneben gegangen. Das wollte ich eigentlich so nicht. Aber. Gucken wir nochmal durch. Können auf jeden Fall jetzt weiße Honig herstellen. Einmal verfluchten Öl. Katze immer noch nicht, aber naja. Aber wir könnten hier nochmal gucken. Was hat er denn noch? Salpeter und wir brauchen Calcium. Hat er das? Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Sei gegrüßt. Ich würde mir. Nee, hat er leider nicht. Schade. Leb wohl. Und hoffe, dass uns das Böse verschont. Wenn ich groß bin, werde ich ein Junge. Ach so, Ja, Bestienöl, das ist schon klar. Geisteröl? Vektor, okay. Hybridenöl? Insektoidenöl, ja, okay. Nekrophan. Das müssten wir aber glaube haben.
Mal gucken. Auf den Charaktere. Wir haben hier nämlich jetzt einen Punkt, den ich definitiv erstmal hierfür einsetze, für Gumi. Ja. Setzen wir hier rein, dann ist er aktiv. So. Wenn ich jetzt etwas esse, dauert das nicht mehr 5, 10 oder sonst irgendwas, wie viele Sekunden, sondern... Ist jetzt wird die nächsten 20 Minuten aktiv. Das heißt, im Kampf oder im, also im Kampf oder sonst irgendwie bekommen wir jetzt immer wieder Leben. Die nächsten 20 Minuten. Wenn man im Kampf ist, kann man ja wieder was essen, füllt dann eben wieder auf. Oder wie hier jetzt beim Reiten, macht man einfach so, zack. Ist wieder aufgefüllt. Reiten mal kurz hier über die Wiese, sammeln alles ein, was geht. Ja, also mit diesem Autoloot. Meine gut, manche finden das ein bisschen übertrieben, aber wenn man das Spiel schon 2-3 Mal durchgespielt hat, ganz ehrlich. Macht man sich halt mal ein paar Mods rein. Ich müsste mal die Mods auch in die Liste reinsetzen. In die Videobeschreibung, genau. Da nehme ich mir dann auf jeden Fall jetzt am Wochenende nochmal Zeit dafür. Und dann denke mal, die Folge, die am Sonntag rauskommt, die wird dann werden mit in der Videobeschreibung, dass ich meine Mods reinmache. So viele sind es nicht. Sind glaube 5 Stück oder so. Also mehr sind das auch nicht. Jemand zu Hause? Muss wohl auf der Jagd sein. Die Spur ist frisch. Mislav ist gerade weggegangen. Bist du Mislav? Psst! Hörst du das? Wölfe? Nein. Wilde Hunde. Ja, gefährlicher als Wölfe. Hunde gefährlicher als Wölfe? Wohl kaum. Es stimmt. Weißt du warum? Nein, aber du wirst es mir wohl sagen. Wölfe jagen, um zu fressen. Wilde Hunde töten zum Vergnügen. Genau wie Menschen. Ja, sie haben viel von uns gelernt. Warum nicht auch Grausamkeit? Ich bin eher Großwildjäger. Die Nilfgaarder, die der Greif getötet hat. Wo hast du sie gefunden? Ah, verstehe. Du bist ein Hexer. Der Monsterschlechter, von dem sie im Dorf reden? Mhm. Ich zeig's dir, sicher. Aber ich muss diese Köter töten, bevor sie jemanden verletzen. Hilfst du mir? Falls es dir nichts ausmacht, dir an ihnen die Silberklinge stumpf zu machen. Na, wilde Hunde sind doch keine... Sicher, der Greif läuft ja nicht weg. Nein, aber die Hunde vielleicht. Seien wir leise, komm. Sind diese Hunde schon länger ein Problem? Seit Anfang des Krieges. Soldaten unterwegs, vergewaltigen Frauen, erwürgen sie, töten ihre Männer zum Spaß. Sogar Kühe schlachten sie. Aber Hunde? Ah. Vielleicht ein Tritt im Vorbeigehen. Nicht mehr. Und die Streuner bilden dann Rudel. Sie sind ausgehungert, nur Fell und Knochen, dazu räudig. Aber sie stirbt zu spät. Noch ein Angriff.
Dieter. Du kennst ihn? Wir haben zusammen im Herrenhaus gedient, wo jetzt die Armee der Schwarzen lagert. Er war Stallbursche, ich Jäger. Aber das war bevor... Jedenfalls ist es lange her. Tut mir leid. Hoffentlich habt ihr euch nicht zu nahe gestanden. Nein, überhaupt nicht. Also, kannst du mir zeigen, wo du die Nilfgaarder gefunden hast? Der Greif. Weißt du etwas über ihn? Oh, nicht viel. Gehört nicht zu meiner üblichen Beute. Du aber zu seiner. Schon deine Überlebensinstinkte sollten dich aufpassen lassen. Ich gehe leise durch die Wälder. Mich hört und sieht kein Greif. So. Hab mal, während die erzählt haben, mal kurz was am Mikro gemacht. Also, hab eigentlich nur Kabel kurz verlängert. Okay, so, weiter geht's. Mit dem Vestaf. Hier war's. Einer lag dort, beim Stumpf, ohne Kopf. Ein anderer hing vom Ast, ausgeweidet. Gedärme reichten bis... Ja. Pass gut auf dich auf. Ja, mach ich. Ich komme schon zurecht. Das ist nicht der erste Greif, mit dem ich zu tun habe. Wird wohl auch nicht der letzte sein. Hoffentlich hast du recht. Jetzt Weidmanns Heil. Weidmanns Dank. Der Boden ist schwarz, gesättigt mit Blut. Die Nilfgaarder haben gefeiert. Der Greif hat sie gestört. Ein Lager? Diese Spuren sind älter und tiefer, schwer gepanzert, wohl Nilfgaarder. Oh, das war knapp. Das war ein bisschen zu früh abgesprungen. Oder was davon übrig ist. Knochen, Pferd, Hund, Mensch, einige Monatsvorräte. Die Leiche ist ein paar Wochen alt. Der Mann hat noch gelebt, als der Greif ihn hergebracht hat. Ein langsames Sterben. Das Weibchen. Die Maden in ihren Wunden sind schon geschlüpft, ist mindestens seit einer Woche tot. Der andere Greif muss ein Männchen sein. Tiefe Schnitte am ganzen Körper, kein Tropfen Blut am Schnabel und an den Klauen. Hat sich nicht verteidigt, müssen sich angeschlichen haben, als es schlief. Abgenutzte Schnabelspitze, graues Haar im Fell, 10, 12 Jahre alt. Greifen finden sich zu Paaren zusammen, wenn sie jung sind. Das Männchen muss etwa das gleiche Alter haben. Dicker Schaft, dichte Fahne, ein Königsgreif. Das erklärt, warum das Männchen, dem ich begegnet bin, so aggressiv war. Er hat erst die Nilfgaarder hier im Wald gejagt und dann angefangen, durch die Gegend zu stürmen. Ich habe alte Schlinge. Ich sollte mit Wesemir reden.
Aber das hier kann ich irgendwie nicht untersuchen, oder? Das Medaillon vibriert. Das muss ein Ort der Macht sein. Ja, so kann man sich aber effektiv Fertigkeitspunkte holen. Es gibt sogar hier auf, also hier bei Weißgarten gibt es insgesamt 5 Stück. Was haben wir denn hier? Wölfe, oder? 2? Echt jetzt? Echt? Ein Ort der Macht. Ich sollte Kraft daraus ziehen. Es waren nur 2 Wölfe und die haben mich jetzt so dermaßen erwischt, dass ich gestorben bin. Gucken wir noch mal kurz durch hier. Ja, mit Wesemir sprechen, weiß ich nicht, ob das schon sinnvoll ist. Ich würde dann eher das so machen, dass ich hier noch mal ein bisschen die Gegend abgrase, so wie hier auf der Ecke. Hier gibt es ja auch noch irgendwas, dass ich hier so rüber gehe, und hier oben gibt es ja auch noch was, Temerischer Schatz. Hier die ganzen Fragezeichen alle noch wegmachen. Ja, genau. Hier, erkundeter, nicht erkundeter Ort. Ist auch noch ein paar. Wartet.